That is a story. For that, you can pass for a pittance. Ich meine, ich würde ihn gerne besiegen, weil ich will nur mal gucken, wie viel XP das gibt. Ich meine, ich will ihn ungern töten, weil er doch nett ist, aber ich meine, eins ist auch nicht viel. Komm. Over you go. And be sure to appreciate the bewitching views as you cross my magnificent bridge. Ja, hab schon geilere gesehen. Life is good. Da ist ein Rubin drin, der viel mehr Geld geben würde, aber es hat offenbar nicht gecheckt. Ist ja bloß ein Troll. Aber echt interessant, dass der so auf quasi ich will Geld haben aus ist und dann aber so schlecht oder so wenig verlangt. Also nicht gut dabei ist. Das ist lustig tatsächlich, ja. Doch, doch. Oh, da sind zwei Bärchen. Ah, das erinnert mich an den Bären, an den kleinen jungen Bären. Oh. Habt ihr gar nicht gesehen, aber habe ich das erzählt? Weiß ich gar nicht. Im anderen Spielstand habe ich nämlich auf der alten Insel noch einen kleinen jungen Bären getroffen. Und dem ging gar nicht gut, weil die Mama weg war. Und dann soll ich ihn trösten. Habe ich gemacht. Und dann ging er ein bisschen weiter und kurz daneben lag halt die Mutter tot. Und wer sich noch an den komischen blinden Typen erinnert, den blinden Magister, seine Truppe war wohl dafür verantwortlich, die Mutter zu töten und... Okay, ich muss jedes Mal offen sagen. Komm. Sind aber bloß drei, ich bezahle nicht 3000, oder? Mal gucken, hier sicherheitshalber. An meinem Geld nach müsste es durchaus richtig sein. Aber jedes Mal zahlen ist auch nervig dann. Ein bisschen weitergehen sollen, darf irgendwie einen Wegpunkt finden, aber naja, egal. Ich könnte mich auch irgendwie vorbei teleportieren, so ist ja nicht. Ich bin ja krass drauf. Jedenfalls, diesen Bären, nochmal, Wegzoll, einmal. Habe ich jetzt, glaube ich, in meinem aktuellen Spielstand gar nicht mehr weiter beachtet und dann doch außer Acht gelassen, weil mir das zu traurig war. Ich konnte bloß sagen, Mama ist tot, Mama ist nicht tot, dann sieht sie trotzdem und da habe ich ihn quasi, konnte ich nicht übers Herz bringen, das Ganze. Habe ich dann einfach nicht gemacht. Glaube ich, aber ich wollte es, glaube ich, noch machen, hab's dann doch vergessen zum Schluss. Naja, egal, jedenfalls total fies. Und das war so ein niedlicher kleiner Bär und, oh. Na, kann ich auch was craften? Das hat mich so innerlich zerrissen. Die Spiel ist echt bösartig in den Entscheidungen manchmal, also ganz im Ernst. Halt die Klappe. Die komme ich später. Irgendwann mal. Doch, wird echt lange laufen, um da hinzukommen jetzt. Ganz mich zurück hier. Naja, gut. Naja, gut. Ist dann so. Kleiner Flo. Kopf, ein bisschen schneller hier. Einer von euch hat doch ein bisschen krassere Bewegung als der andere, oder was? Guck mal, wo habe ich das? Bewegung. 5, 5, 3, 5, 3, 5, 8. Boah, bist du schnell. Ach so. Ist doch keine Geschwindigkeit. Als Distanz, die er mit einem Aktionspunkt zurücklegen kann. Okay. Dann wiederum wird es aber auch wieder interessanter, das Ganze. Vor allem für Nahkämpfer. Das heißt, er müsste viel mehr davon haben als er. Als Fernkämpfer brauchst du fast gar nicht. So eine Sauerei aber auch. Aber ich habe ja schon mal... Ne, und so. The Magister smiles, but he does not make eye contact with you. Nee, lohnt sich nicht, hier zu klauen. Thank the seven I've oldest to guide me in these It's true, what you say. Egal. My belly's as yellow as a canary, but when the hammer comes calling, you don't refuse. Richtig. It's just, it's only a matter of time, you know? Outside Driftwood, not even the sharpest blades can protect us from those things. Inside, a Magister killer roams. Naja, wenn es so ein scharfes Blade wie in Xenoblade Chronicles 2 ist, dann bestimmt. Our numbers dwindle, I'm hardly fit to protect, I only hope to survive. I know they disappear without a sign. Magister Carver's looking into it, but it's been so long since we've talked. A dwarf could have grown three beards by now. Höhlen, wa? Farewell. Driftwood is most of the same as every other fishing town. It's got the same aroma, the same herds of unwashed dwarves. Okay, als Level 9er hier, könnte ich theoretisch alle kalt machen. Ich bin Level 10, oder? Level. Wo steht mein Level? Da oben, 10. Ja, bin ich. The void though, it's closing in. Void woken roam the land and pollute the sea. That they haven't invaded the town is, it's a miracle. Okay. Mann, Fass. Habt ihr nicht genug, die Idioten? So, ihr redet bestimmt nicht mit mir. The silent monk's stitched lips are the color of sea. Ah ja. Sehen aus wie immer.
The expected happens. Nothing. Ja, nicht? Sieht aber schon traurig aus, wenn die so ihrer Seele beraubt worden quasi. Das beides Elfen? Nee, ich glaube, das hier ist eher ein Mensch. Die Ohren sind ja... Ja, ja, das ist wohl eher ein Mensch gewesen irgendwann mal. Jetzt ist es ja was ganz anderes irgendwie. Gut, dann machen wir mal durch hier. Ein Schlafsack. Geben viel Geld. Nehme ich mit. Ist gratis. Meins. La 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 la. Last time I was here, I summoned my wolf right in the tavern. All hell broke loose. Good times. Good times. Good times. Good times. Sehr schön. Eine Truhe. Wenn ich da nicht rauf muss, dann weiß ich auch nicht. Ich muss da aber auf jeden Fall rauf. Gib mir die Truhe schnell. Oder warte. Ich mach mir es ein bisschen leichter. Teleportation. Teleportation. Dann, 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 dann. Mach sie auf. Hm. War jetzt nicht so krass, wie ich dachte, aber... Naja. Man nimmt hier alles. Aber ich habe auch Bücher gesammelt von der Klau-Aktion. Müssten die bei dir sein, ne? Allesamt. Kannte ich schon. Gestohlen, gestohlen, gestohlen. Das weiß ich auch. Ah, neues Rezept. Immerhin. Noch zwei neue Rezepte. Immerhin, es gab drei neue Rezepte. Das ist besser als nichts. Aber ich hatte natürlich auf ein bisschen mehr gehofft, muss ich dazu sagen. Will ich nicht, will ich nicht. Leeren Verzeugstach. Fisch. Gidigit. Schlimmer als normaler Fisch. Hier wollte ich gar nicht hin, aber... Nee, nee, ich gehe mal erst der Questmarkierung nach. Warte kurz, nach oben war das, ne? Genau. Uff. Hier sind eklig viele gelbe Punkte zum Reden. Das gefällt mir kaum. Muss wahrscheinlich schon wieder zwei Stunden nur reden. Muss ich auch nicht bei dir. Kann man töten. Ich bin sowieso... auch mal, das ist ein Wegpunkt. Der Meinung, ich könnte eigentlich ruhig alle Magister töten, die mir im Weg laufen, weil sie einfach doof sind. Dammit. Magister Raymond wanted word in the caravan. But I had hoped the news would not be so grim. Report this to the Magister at the docks at once. Ja, mach ich bestimmt. Ich bin ja auch dafür verantwortlich hier. Spinner. Heavens to Bessie, another one. More queer folk than commoners in Driftwood these days. Ich bin auch nicht eigenartig. Just look at you. Strutting about like a peacock. But them feathers ain't yours. That face you're wearing, it don't sit right. Hey, der ist aber offenbar... hat eine gute Wahrnehmung. Ich bin aber kein Peacock, was soll denn das? Anyway, tavern's just down the road. Can't miss it. Cause that's where all the queer ones go. Oho. Clanking dwarves, hab ich auch dabei. Dozy lizards. I even saw him drag a Voidwoken down there in the dead of night. Okay. Don't know what's going on in that tavern, but it must be a freak show in there. Klingt so, klingt so. Und der andere bitte? Maybe I'm glad I ain't pulling carts of stinking fish round no more. But what's a beast to do if not pull? Hm, genieß die Ruhe, genau. How can a beast enjoy this when he's no notion of what his future holds? I'll be spooked till I'm securely hitched up again. Ach Mensch. Die armen Viecher. Ey du, Haldur. Okay. Der brabbelt nur. Ja, ist doch gut. Kannst du was mit ihm machen vielleicht? Oh, warte. Oh. Hab ich gar nicht gemerkt. Handschellen? Wo, was? Ich speichere mal, weil es ist zu spät, aber... Ifan Ben Mezd is our living breeze. I don't know how you got free, but it'll be back to the joy with you and no mistake. Uh-oh. Wer was? One eye squints, the other bulges out even further. Oh, it's you, all right. It's definitely you. Überreden kann er nicht, ohne überreden. Das ist jetzt dumm gelaufen für ihn. Ja, ich bräuchte eins. Schön. Das Ding ist jetzt, wenn ich sie gegen sie kämpfe, ich meine, ich kann sie ruhig töten, aber ich bin fast sicher, da werden noch mehr mitmischen, mit denen ich noch nicht gesprochen habe, was mir Gesprächsoptionen wegnehmen können. Ich probiere es nochmal aus. Nicht viel. Haha, das ist gut.
The Magister reaches for her weapon. Ah, that's it. Ja, jetzt habe ich alle gegen mich. Siehst du, das habe ich gemeint. Das wollte ich nicht. Ich meine, ich habe damit jetzt kein Problem mit, dass ich alle so töten, wie gesagt, aber aufgrund der Gesprächsoption ist das ein bisschen blöd. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, jedes Mal so und so viel Geld zu zahlen, wie beim Wegzoll da oben. Das gefiel mir absolut auch nicht. Das Lustige ist ja vor allem auch... Na? Die will mich zwar jetzt erfassen und so, aber ich kann mit ihr handeln, wenn ich wollte. Also mit ihm auch direkt. Das ist irgendwie merkwürdig. Ifan Ben Mezd is our living brains. Who could forget? Tja. That's not his business, the healer had in months. Okay. Na, come on. Back into a cage where you belong. Zulassen? Das geht auch. Also was kennen wir ja schon. Man kommt sowieso wieder raus mit seinem Skill. Hat er seine Waffen noch und alles? Nee, alles weg. Das kenne ich ja schon. Ist der in der Truhe irgendwo? Aber ich muss ihn ja auch befreien letztendlich. Ich bin nicht sicher, ob ich hier die Waffen zurückbekomme. Gerade ist halt ohne Waffe und alles und... Gut, er hat zumindest seine Ausrüstung noch dabei, aber... Abgesehen davon hat er halt nichts, was er gerade nutzen kann an Skills. Muss halt einen Wolf beschwören. Also, wäre halt eine Option, wenn ich wirklich sicher sein könnte, dass ich ihn da rausholen kann. Ich habe natürlich jetzt die Option, wenn ich jetzt hier rumlaufe, dass ich ihm die Maske von Fane gebe. Ob ich das ganze Gespräch schon machen kann eigentlich? Das teste ich mal aus. Weil das wäre theoretisch jetzt die beste Möglichkeit, um ihn hier unentdeckt langlaufen zu lassen. Inventar checken. Aber ich bin sicher, es geht jetzt während des Gesprächs nicht. Wäre auch schön doof. Maske, Maske, Maske. Wo bist du? Die Maske sollte ich vielleicht auch mal ins... Habe ich vielleicht sogar schon? In den Rucksack rein tun. Da ist er schon mal nicht drin. Im anderen Land ziemlich sicher auch nicht. Nee. Weil es wäre theoretisch eine sinnvolle Sache, oder was? Da muss ich mir ewig danach suchen. Da ist sie ja. Für den Moment da rein. Aber jetzt mal direkt... Ja, geht nicht, weil... Alles ergraut jetzt hier. Wäre auch komisch gewesen. Achso, jetzt kann ich... Ja, komm. Ich muss wohl mehr nehmen, einfach. Ich mach's normal. Dann zahle ich halt 100, was soll's. Ist ja nur eine einmalige Sache. Ich kann's ja vielleicht sogar wieder klauen, wer weiß. Und dann, wie gesagt, gebe ich ihm die Maske und dann passt das schon. Zumindest, wenn ich hier in der Stadt bin. Das war natürlich ein, muss auf ein paar Boni verzichten, aber ich glaube, das ist so dramatisch nicht. Die ist ja gut ausgerüstet und alles und so weiter und so fort. Nee, danke. Zack, zack. Okay. Echt jetzt? Oh. Wird schlimmer hier. Okay, 75 also. Danach kann man auch so was überreden, ist auch lustig. So, Maske ausrüsten, schnell. Ist doch gerade die richtige. Ja. Du bist nämlich jemand anderes. Und zwar eine Echse. So. Jetzt dürfte das kein Problem mehr sein. Wobei es durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass das bloß einmal passiert. Und dann nie wieder einer sagt, hier bla 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 und so. Aber man weiß es ja nicht genau und jetzt ist jetzt halber. Ich wollte den Biester mal mit dir sprechen, siehst du genau. Okay, auch nichts anderes. Weil da kam nichts bei ihm bisher mit rum, dann hat sich aber auch nichts verändert dadurch. Ein Smiedehammer. Ist ordentlich was wert, aber. Ich lasse hier. Ach, siehst du, ich wollte auch einen Lehrmeister mit Losan machen. Weil hier fehlt jetzt irgendwie einer. Nee, drei habe ich schon. Moment, dann heißt, ich kann doch Sachen, die ich noch nicht habe, identifizieren. Ja, der war verstummt, das war doof. Boah, ich muss zwei für, aber ist so okay. Ausweichen. Tja. Wer bräuchte sowas wohl? Also ist eh finessenbasiert, also wenn dann du. Aber, ne. Lass mal gut sein. Habe ich noch unidentifiziertes? Ja, wollte, habe ich's.
Krasses Amulett. Ich kann sowieso neu laden, wie ich will. Ach, schade. Ich meine, er hat eine krasse Rüstung. Aber alles andere ist halt nicht so geil. Das Ding ist halt, ich bringe jetzt nichts neu zu laden. Denn... ja, kannst vergessen. Ich habe es bereits im Inventar, das heißt, es ist, wie es ist. Ich kann da nichts mehr dran ändern an den Werten. Die sind jetzt schon festgegeben.